Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter in der Schlacht von Helm's Klamm. Und ihr hört richtig, ich bin nicht der L, ich bin der Weiterfeiern Lars 91, aber der L ist natürlich auch da. Moin L. Hi Lars, freut mich, dass du wieder mit bei bist, ey. Ja. Und weil das beim letzten Part ja so durch die Bildschirmübertragung nicht so gut funktioniert hat und ich weiß ja, dass du jetzt ganz gut gucken kannst, willst du den Kampf machen? Jetzt momentan ja und ich würde es gerne als Eröffnung mit dem Perfektmodus tun. Gut. Gleich direkt volle Power, ne? Am besten, ich glaube der Erdrutsch, macht der auch Gruppenschaden? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist das einzige Gegner. Ja, dann machen wir Fang-on-Schlacht bitte. Damit gleich mal die zwei Berserker und der Träumer ordentlich von den Füßen gehauen werden. Jetzt kommt der hölzerne Schlag. So, die beiden Berserker dürfen weg sein und der... Ja, bei 12.000 Schaden, ja. So, Beretor. Ja, Schwertkunst. 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 Okay. Ich will erstmal sehen, wie viel Gesundheit der noch hat. Ich guck erstmal, wie viel Gesundheit der hat. Exilion Zorn dürfte reichen. Mach ihn fertig! Wer, du haust daneben bei so einem Riesenvieh. Ah, der macht nicht viel Schaden, das ist jetzt das Problem. Also es reicht, das reicht nicht. 1700 Punkte, ne? Mindestens. 2800, 900. Irgendwie so um den Dreh rum. So. Speerkünste. Rüstung splittert. Auf den Troll. Das war sauber für einen Schlag und er ist weg. Sehr schön. Und der Kampf ist vorbei. Also ich habe jetzt gedacht, da kommt auch mehr. Habe ich auch gerade gedacht. So, was? Geil. Finde ich gut. Und wieder ein Aufstieg. Cool. Yay. Das freut uns doch. Da brauchen wir einen halben Part, ehe wir die denn aufgelevelt haben. Mann. Ach was, das kriegen wir hin. So, und es gibt auch wieder ein bisschen Zeug. Dreher kriegt wieder ein Schmuckstück. Eine kleine Zwischensequenz. In die Burg, ihr Arschlöcher! Jawohl, Sir! Ich fürchte niemanden. Das ist ein bisschen psychopathischer Gehau. Ganz wenig, aber... Eine Zwischensequenz, ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die so reinpasst, weißt du? Also eigentlich nicht. Nee. Aber das interessiert ja nicht. Das kommt ja vom Spiel aus und nicht von uns. Komm mir nichts für. Jetzt kommt nämlich der richtige Kampf. Jetzt wird's richtig übel. Meine ich. Niemand widersetzt sich mir. Der übliche Standardspruch eines Bösewichts. Hi Six, ja. So, jetzt ist hier wieder volle Hütte. Jo. Und es gibt gleich mal Berserker Zorn. Und eben meine Zelda-Platte ist leer. Scheiße. Ey, Berserker, statt zu kämpfen, sollte Alter! Ich mal Zelda für mich holen. Aber es ist ein schöner Bein der Gegner. Boah, das ist mein Gegenangriff. Fett! 5000 Punkte. Geil. Mhm. Lichtzauber. Achso, du darfst den Kampf ja machen. Entschuldigung. Ich würde jetzt aber auch sagen, Lichtzauber auf Morwin. Lichtzauber. Ja, doch. Nein, auch nicht Waffe wechseln. Mensch. Bringen wir dich alle so durcheinander? Nein, alles gut. Und ich würde dir empfehlen, da das wahrscheinlich ein längerer Kampf ist, dass du Gunst der Gefährten anwendest. Mhm. Hei. Morwin hat schon wieder ganz schön verloren. Gerade geheilt. Also die wäre bei dem Schlag aus dem Latschen gekippt. Ja. Das stimmt wohl. Gibt's erstmal so eine kleine Racheaktion? Den Veteran, genau. Auf den Veteran, der in der Mitte, genau. Weil die Veteranen, die sind wesentlich schlimmer als die normalen Berserker. Alleine schon durch ihren scheiß Egelschlag. Entschuldigt, ich habe Scheiß gesagt. Aber ich sage ja selber oft Scheiße, also von daher mein eigenes Place. Also von daher. Das sehe ich jetzt nicht so eng.
Ich fluch selber wie ein Kesselflicker manchmal. Final Staumeln hoffentlich. Nicht mit. Aber sonst haben wir gleich einen Gefährten weniger. Wir haben einen Gefährten weniger. Scheiße! Ah, die machen jetzt böse Schaden gerade echt. Bagge. Ja, ich sag ja, jetzt geht's richtig ab. Und Morwen kriegt schon, weil er kassiert. Also die muss ich jetzt tatsächlich rausnehmen, weil ich glaube ja... Ist für diesen Kampf nicht geeignet. Dafür ist der Kampf eine Nummer zu groß für sie. Da nehme ich doch mal rein. Schwierig. Ich nehme Idrial erstmal. Weil der Heiler ist ja jetzt kurzzeitig auch erstmal außer Gefecht, blöderweise. Und Zorn des Lautwassers auf diesen blöden Berserker-Veteran. Das sind richtig fiese Typen. Also, die sind richtig übel, die Veteranen. Ich muss auch dazu sagen, das sind tatsächlich meine Hassgegner. Die hasse ich richtig. Also ich habe ja nichts gegen einen schönen Kampf, aber gegen diese blöden Veteranen-Berserker, also die hauen schon ordentlich rein. Okay. Jetzt gehen sie gezielt auf Idrial los. Ja, das macht nichts, aber sie hält mehr aus als Moven. Das ist der entscheidende Unterschied, weil sie auch einen wesentlich höheren Rüstungswert hat als Moven. Tatsächlich. Und das ist ein Trivia. Trivia. So wie bei Wiki oder was? So ungefähr. Okay, jetzt mache ich mal Speerkünste und ziehe jetzt ohne Witz diesem scheiß Veteran mal ein bisschen Rüstschutz ab. Genau. Ordentlich Schaden hat es auch gleich gegeben. Das ist sehr, sehr schön. Der dürfte auch fast down sein, so wie er abhängt. Den tausche ich gegen Hardhaut aus, wenn es noch geht. Ah, der Berserker-Veteran. Ja, sehr schön. Das finde ich immer gut. Du viel gegessen. Das finde ich klasse. Und es kommt ein neuer. Och nö, Pioniere. Ein Zündelmeister. Ich mache aber mal magische Fähigkeiten. Galadriels Gabel. Wahrscheinlich, oder? Nee, ich mach's auf Berethor tatsächlich. Oder, warte mal. Wenn ich's nicht mache, kippt ihr mir beim nächsten Schlag aus den Latschen. Naja, gut, lieber. Berethor hält zur Not noch einen aus. Aber Eodin hatte bloß noch 600 Punkte. Das wäre zu gefährlich geworden. Und sie sind direkt auf ihn los. Also, das war sehr gut, dass ich das gemacht habe. Das war sehr gut, ja. Jetzt hättest du die Gabe der Anfurten gebrauchen können, weil so hättest du nämlich alle heilen können. Ohne Probleme. Auch wenn die Aktion von Idria extrem teuer ist, aber sie hilft extrem. Jetzt hättest du sie gebrauchen können. Aua. Aber da du sie leider nicht hast, ja. Okay, jetzt ist hier mal... Falls du Immunität gegen K.O.-Schläge haben willst, nimm sonst aushalten, oder was? Oder ich nehme jetzt... Danke, dass du mich daran erinnert hast, muss ich echt sagen, weil ich wäre nicht... Ich hätte es vergessen. Weil ich wollte jetzt mit ihrem feines Taumeln, das ist ja immer so eine Sache dann. Und dank Aushalten halten sie dann besser stand. Dann fällt auch keiner aus. Ich werde erstmal hier eine schöne Heilung machen. Auf Berethor, dann würde ich sagen, machst du mit Eoden dann einmal Ekstase und dann heilt er mit seinen beiden Aktionen dann die anderen beiden. Also genau, hatte ich vor. Das wird jetzt eine reine Heilrunde hier. Ekstase und dann mit Berethor wollte ich halt einfach dann wirklich mal den Schaden machen. Genau. Finde ich aber gut, dass man da Lichtzauber mitwirken kann. Das finde ich schon echt eine geile Sache. Auf ihn selber und auf Idria. Ja. Finde ich gut. Nein, nicht magische Fähigkeiten. Lichtzauber. Es war echt gut, dass wir Eoden den Lichtstein gegeben haben. Na, was ich gut finde an ihm ist halt, dadurch ist er jetzt wirklich so... Dieses mit dem Rüstungssprengen ist halt auch total genial. Dass er halt wirklich den Gegnern... Ups, das wollte ich gar nicht. Ich mach mal Schlachtruf auf. Warte mal. Der Pionier muss weg. Wollte ich auch gerade sagen. Erstmal der Pionier, aber der muss weg. Der zündelt sonst wieder und wie gesagt, ich will es gar nicht wissen, was der für einen Schaden macht. Ich weiß das ehrlich gesagt auch nie. Ich musste ihn bisher auch nie explodierend erleben. Und ich glaube, so viele Punkte hat er gar nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt weg, ja. Ja.
Das Ding ist durch. Die Frage ist, was kommt jetzt als nächstes? Gar nichts? Oh. Na, wir haben an der Stelle haben wir schon zwei weggekramt. Das kann sein, dass das gar nicht so viele sind, dass die nur furchtbar schwer sind. Das kann gut sein, ja. Trollklingen, ne? Ja, ist klar. Hast du eigentlich Kampfesmut gewirkt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt selber gerade nicht, muss ich gestehen. Super. Ich hau jetzt erstmal mit Kampfeszorn den einen Berserker da noch weg, dass der einfach mal weg ist. Weil der steht da die ganze Zeit schon mit einem Krümel Lebensenergie bloß noch. Das geht ja nur auch nicht. Zum Glück können die Einfachen keine Ekel-Attacke anwenden. Es können nur die Veteranen, wenn man vom Teufel spricht. Der kriegt gleich einen Rüstungsbrecher rein. Er kriegt erstmal einen Gegenangriff, der leider nicht sitzt. Scheiße. Ja, das ist immer bei Gegenangriff so eine Sache. Entweder wird er gar nicht erst durchgeführt, jedenfalls nicht dann, wenn man nicht behaupten kann, oder aber er wird daneben geschlagen meistens. Am besten wäre es, wenn du tiefe Wunde auf den Veteran wirkst. Will ich auch. Wenn er schon mal stückchenweise verliert. Wenig. Ist ein Stückchenweise. Das wäre ja auch die Geschichte, die ich mit Morwin deswegen, also ich liebe, wie gesagt, diese vergiftete Klingen, die sie da hat. Mhm. Oder vergiftete Wunden. Sehr gut, real. Sehr gut. Berettor frisst es, das ist nicht das Ding. Und macht einen Gegenangriff und der sitzt. Sehr schön. Oh ja, richtig. Der haut gleich wieder mit Berserkerzorn um sich und das Bild läuft jetzt immer langsamer bei mir. Das finde ich nicht so prall. Hallo. Wir dürfen aber den Troll nicht vergessen, weil der macht auch noch mächtig Schaden. Ja, aber der ist tatsächlich im Gegensatz zu dem Veteran jetzt irgendwie, finde ich, scheiße, jetzt hat Elphelion Zorn nicht gesessen, so ein Dreck. Ja, genau das habe ich auch gedacht. Super. Dann machst du uns wenigstens erstmal tiefe Wunde auf den Troll, damit der schon mal bisschen. Scheiße, ich hab jetzt zu schnell gedrückt, ich bin auf den Veteran gegangen. Macht nichts, alles gut. So, Beretor, jetzt klopfst du bitte mal zurück. Und zwar richtig. Wieder auf Beretor oder was? Nee, Idrial, aber die weicht aus. Gut. Ja. Jetzt ist der Troll mal wieder. Der haut jetzt natürlich rein wie nichts Böses. Schade, ich dachte, sie weicht nochmal aus. Geht eigentlich. Ja, ich glaube tatsächlich, Idrial hat mit die beste Rüstung. Also vielleicht hat Beretor noch ein bisschen bessere, aber... Ja, hat sie auch. Jetzt mache ich allerdings mal eine Heilung auf Beretor. Super, ich habe jetzt wieder Standbild. Ich sehe jetzt gar nichts mehr, was der L macht. Das ist jetzt das Problem. Ich habe jetzt auf Beretor Galadrias Gabe, weil der hat schon weniger als die Hälfte Lebensenergie gehabt. Das muss so nie sein. Nee, das muss wirklich nicht sein. Und eher Oden, würde ich sagen, richten wir unser Blickwinkel auf diese Rüstung-Splitter-Attacke, weil die ist ja echt nicht schlecht. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich bin mit Beretor dran und ich mache jetzt tatsächlich mal Kampfesmut, weil ich mir nicht sicher bin, dass die das haben. Okay. Ich bin mir jetzt nur gerade nicht sicher, hast du jetzt schon Kampfesmut gewirkt? Also es ist auf jeden Fall was hochgegangen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir es vergessen haben. Das kann gut sein, ja. Ach, der blöde Veteran hat jetzt Egelattacke. Aber dafür kriegt er jetzt zurück eine. Ha. Das Positive ist ja, dass diese Egelattacke zum Glück nicht allzu viel abzieht. Idrial muss ich jetzt mal kurz selber heilen. Das ist doch in Ordnung. Ja, und sonst so, liebe Leute. Ja, passt alles, alles super. Ja, sehr schön. Der blöde Troll macht jetzt Klingeninferno auf den armen Eodin. Ja, Mensch, mit dem Namen habe ich echt so meine Schwierigkeiten. Aber der ist schon wieder dran. Lohnt sich zweimal Heilung? Nicht also wirklich. Mal, solange du ihn nicht zu ihm Theoden sagst, ist alles gut. Ich mach mal tatsächlich Rüstung splittert auf. Den Troll oder den Veteran? Ich werde erstmal den Veteran loswerden. Einer von den beiden muss weg. Daneben. Ja. Richtig? Ja. Hat man schon an deiner Reaktion gehört, so.
Okay, machen wir einen Schlachtruf auf den. Vielleicht kommt da nochmal ein Rüstungssplittern bei raus. Ich glaube, das richtet sich bei dem Schlachtruf nach der Aktion, die man am meisten benutzt hat bisher, glaube ich. Bin ich mir aber jetzt nicht so ganz sicher, ob das... Also Idria hat erstmal richtig schön mit einem Zorn des Lautwassers reingeknallt. Und das ist auch nicht verkehrt. Ist zwar bloß ein kleiner Treffer. Der Pferdeherr hat jetzt mit einer weinenden Klinge zugehauen. Okay. Oder wirken die mit dem, in der am meisten Schaden macht? Ich weiß nicht, wie das beim Schlachtruf geregelt ist. Ich glaube tatsächlich, dass das komplett zufällig ist. Das kann auch sein. Weil manchmal greifen die ja mit einem stinknormalen Angriff auch an. Jetzt mache ich mit so Idreal Heilung auf Eodin. Was ich nämlich noch sagen wollte, es gibt nämlich noch eine bessere Variante vom Schlachtruf und das ist nämlich der Kriegsrufen. Der erlaubt dir dann nämlich, dass drei Gefährten angreifen dürfen. Das ist auch eine schöne Sache. Auf jeden Fall. Klingeninferno auf Idria, nicht gut. Nee, aber sie steckt zum Glück nicht so viel ein, wie es bei Moven der Fall wäre. Weil Moven hätte jetzt um die 800 oder so verloren, wenn Idria um die 500 verliert. Jetzt mache ich mal einen Rüstungssplitter auf den Troll. Genau. Dass der auch so langsam wegkommt. Und gleich mal 2700 Schaden, sehr schön. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der Troll zurückschlagen kann, das weiß ich jetzt nicht. Weil wie gesagt, liebe Leute, es tut mir leid, falls ihr das schon seht und euch fragt, sag mal, was redet der da eigentlich für einen Schluss? Ich habe Standbild. Jetzt kriegt der... nicht, was L gerade macht oder was sein Gegner... Kriegt der Troll einen tiefe Wunden von Idria reingehauen? Ja, das finde ich gut. Lass die Troll. Oh, 1000, über 1000 Schaden und eben doch der Effekt drauf, sehr schön. Ja, das ist doch schon mal gut. Erdin hat jetzt gerade eingesteckt. Das hört sich nicht immer so an, als würdest du Theodin sagen. Wen kipp ich aus den Natschen? Das war auch bei den Parts, so, die du mit Laszlo aufgenommen hattest. Da dachte ich jede... Immer so, was, Theodin? Der kippt doch gar nicht mit uns. Das war immer so ein bisschen verwirrend. Ich glaube, der kommt als Gastkämpfer gar nicht vor. Nein, der kommt als Gastkämpfer nicht vor, nein. Definitiv nicht. Jetzt sind alle enttäuscht, so, oh, Mann, oh. Beritor haut zurück, sehr schön. 3000 Schaden Kunter, sehr schön.